Herzlich willkommen. Ich bin mal wieder da, habe mich wieder mal dazu aufgerafft, ein Video zu machen zu einem diesmal etwas kleineren Gimmick. Das letzte Mal waren die Videos mit der Lenkachse dran und ein Testvideo von der Lenkachse. Da werde ich auch das nächste Mal wieder ein bisschen anknüpfen, weil ich habe wieder was auf den Startplätzen, das euch absolut gefallen wird. Vorher aber mal eine kleine Sache zwischendurch, und zwar dieser kleine Kerl hier. Da habe ich jetzt auch schon etwas länger dran rumgebastelt und den wollte ich euch jetzt noch mal kurz so zwischendrin vorstellen. Hintergrund war eigentlich der, dass ich früher, als ich angefangen habe, keine Drehbank hatte. Jetzt steht es ja hier hinten, aber es musste immer alles möglichst ohne Drehbank gehen. Ich hatte zwar die Möglichkeit, bei Bekannten was zu drehen, aber war immer mit Mehraufwand verbunden und mal schnell so am Abend was abdrehen geht nicht. Und nachdem ja irgendwie alles rundlaufen muss, ja, irgendwann kommt man nicht um die Drehbank rum. Hintergrund der ganzen Sache war eigentlich der, dass bei meinen Modellen ich eigentlich immer die Prämisse habe, A, es muss funktionieren und B, es sollte möglichst einfach sein. Und ich möchte einfach auch den anderen mal die Möglichkeit bieten, die keine Drehbank haben, hier vielleicht auch günstig sich eine Lösung zu erschließen mit den Reifen. Das heißt, wir haben ja oft diese Bruderreifen, und wie ihr jetzt erahnen könnt, ist das hier ein Adapter, den ich ohne Drehbank einbauen kann. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch wieder in einem kurzen Tutorial zeigen. Ihr seht schon, ihr seid wieder auf meine Schulter gewandert. Hier ist nochmal der Adapter. Was mir ganz wichtig war, dass der Adapter ohne Drehbank eingebaut werden kann. Das heißt, ihr braucht keine Drehbank, um den Bruderreifen zu bearbeiten. So habe ich ihn von der Achse gezogen. So kommt er runter. Und jetzt kommt eigentlich die ganze Besonderheit. Das heißt, wir nehmen uns eine kleine Zange. Muss nicht eine solche sein. Kann auch. Ich habe hier das letzte Mal mit der hier gemacht. Geht also ganz genauso. Das heißt, wir schneiden hier einfach alles raus in der Mitte. Das heißt, ein Großteil des Mittelstegs kommt hier raus. Und bis auf diese Poppel. Die Poppel müssen stehen bleiben. Und ich zeige euch das mal. Das ist das, was ich das letzte Mal gemacht habe. Sieht sehr chaotisch aus. Also wir sehen hier nur grob einfach bis fast unten hin rausgeschnitten. Ein bisschen was steht noch da. Schaut jetzt nicht sauber aus. Muss es auch nicht. Also hier die Poppel stehen noch. Diese kleinen Runden. Diese müssten stehen bleiben. Und ansonsten eben bis hier unten ist es einfach mit der Zange ein bisschen aufgeschlitzt, so, und rausgerissen. Mehr war das nicht. So, und jetzt kommt die ganze Besonderheit an der Sache. Das heißt, ich wollte es ja einfach haben. Hier ist der Adapter. Und was muss man jetzt noch tun, wenn ich den bekomme? Ich muss, wie gesagt, einmal meinen Reifen bearbeiten. Der ist ja nicht dabei. Den hat jeder an seinem eigenen Modell. Und ich muss mit einem 2,5er Bohrer einmal hier durch das Loch bohren und komme praktischerweise hier unten raus. Danach einmal mit dem Gewindeschneider durchfahren. Das kann ich gerade noch machen. Gebohrt habe ich das schon. Das heißt, ich setze den hier jetzt einmal an. Geführt wird er. Schneide also mein Gewinde hinein. So. Das war schon der erste Zauber. Jetzt brauche ich eine Madenschraube. Einmal hier hinein und schon kann ich meinen Motor schon mal an Adapter festmachen. Das Ganze geht jetzt noch weiter. Das heißt, ich habe jetzt das hier ausgeschnitten. Den hier kann ich hier hineinstecken. Und der sitzt schon relativ fest, also er arretiert sich schon selber, er ist auch zentriert. Und nach vorne hin ist nichts gebohrt, es ist keine Mutter vorne drauf oder irgendwas, sondern der steckt jetzt hier drauf. Jetzt kann ich sagen, okay, ich klebe den jetzt einfach nur fest. Sekundenkleber, Epoxidharz, Heißkleber, wie ihr das wollt. Ich bin jetzt nicht der Freund von dem Klebezeug. Man könnte das jetzt, wenn man das hier umbiegt, sitzt die Bohrung exakt in der
Aussparung. Das heißt, auch hier könnte ich jetzt noch an meine Madenschraube hinkommen. So, wollen wir jetzt aber momentan nicht. Ich bin, wie gesagt, ein Freund des Schraubens. Das heißt, ich nehme mir meinen Akkuschrauber und nehme einen 1,5er Bohrer. Und es sind hier schon Löcher drin. Und zwar insgesamt 5 Stück. Das heißt, ich bohre einfach nur hier einmal durch. Einmal. Kommen wir zu der Besonderheit. Die Bohrungen kommen hier an den Löchern raus, also da, wo vorher Schrauben waren, die Plastikradmuttern sozusagen, die Bruder hier hingebaut hat. Da komme ich raus, wenn ich das jetzt ein bisschen sauber mache, mit einem Messerchen oder einfach nur mit dem Schraubenzieher ein bisschen das wegbreche, kann ich Schrauben reindrehen. Ich habe hier die kleinen Schräubchen und die kann ich jetzt von vorne hinschrauben. So schaut das Ganze dann aus. Ich gehe mal ein bisschen näher. Schaut ordentlich aus. Ich komme an alles hin. Ich könnte, wie gesagt, ich kann es jetzt festgeschraubt lassen, kann direkt hier oben an die Madenschraube hin oder ich schraube es von vorne immer wieder weg. Das Ganze, wie gesagt, eine saubere Sache, schaut gut aus, ist einfach zu machen und das Ganze ohne Drehbank. Es ist zentriert, es ist fest und ich kann die Original-Bruderreifen nehmen. Ja, das war mein Ziel für das Ganze. In dem nächsten Video werdet ihr auch sehen, wofür wir sie dann gebrauchen. Ich hoffe, das Video hat euch auch wieder gut gefallen. Alle Infos wie immer auf meiner Webseite www.rc-bruderbaustelle.de. Bis zum nächsten Mal.